Hi und herzlich willkommen hier bei Mobile Gamer Guy, dem wohl besten Kanal, wenn es um mobile Videospiele geht. Wir sind wieder bei Last Day on Earth und ich möchte heute mal ein bisschen mein Glück herausfordern und ein paar Kronkorken einsetzen. Doch bevor wir das machen, gehen wir mal eben ganz kurz gucken, ob wir unseren Chopper aufleveln können. Denn das habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht, dass ich da mal wieder was abgegeben habe. Und ich habe ja noch so Chopper-Gabel und ein Reifen. Ich habe ein paar Motoren, die ich auch mal abgeben kann. Ich habe nicht so viele Motoren. Ich weiß, die brauche ich endlich auch für ein ATV, aber leider nicht geschafft. Fehlen noch gut 400 Punkte. Schade. Aber dann beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal level ich es dann auf. So, ihr seht gerade, ich habe 450 Kronkorken. Ihr sagt jetzt, macht ihr eine Folge mit 450 Kronkorken? Nein, ich habe noch welche in meiner Inbox, aber ich weiß nicht, wie viele es insgesamt sind. Einen Augenblick. Entschuldigung, ich bin halt immer noch krank. Ihr seht 999 plus und die nehmen wir jetzt mal einfach. Und dann gucken wir mal, wie viel haben wir insgesamt? 1000, 2000, 3000, 4750 Kronkorken und mit denen werden wir jetzt mal ein bisschen gamblen. Und ja, sei so viel gesagt, Glücksspiel kann süchtig machen, das als Triggerwarnung. Wenn ihr Kronkorken generell sowieso bekommen habt, jetzt hier in der Season und so natürlich einsetzen, aber gibt nicht im Shop Geld aus für Kronkorken, um dann da zu gamblen. Das ist der größte Schwachsinn, den man machen kann. Glücksspiel ist so, dass die Bank immer gewinnt. Und glaubt auch nicht, das zeige ich euch nachher, was ich meine mit Jackpot und mit die Bank gewinnt immer oder die Bank, also man wird über den, was laber ich da? Man wird auf der Nase herumgeführt. Sagt man doch so, oder? Ich meine schon. Oh, schön. Beep, beep. Denn ich gehe mir jetzt mal hier mit 20er Spins. Sollte reichen. Denn was ich nämlich meine ist folgendes. Werdet ihr gleich sehen. Wenn ich dann mal einen Jackpot bekomme. Wie gesagt, wir sind mit 4750 gestartet. 150 sind schon weg. Jetzt kann man ruhig mal in den Jackpot kommen. Na. Macht da einen so auf spannend. So nach Motto, oh, du könntest was gewinnen. Ja. So. Jetzt. Glaubt nicht, dass ihr irgendeinen Einfluss habt, was sie hier ziehen können. Dass das jetzt feststeht. Hier ist der goldene, da ist der goldene, da ist der goldene. Nein. Das Spiel hat jetzt schon festgelegt, was ihr gewinnen werdet. Sei es hier die Stahlplatte, die Waffe, die C4-Sprengstoff oder ATV-Getriebe. Steht jetzt schon fest. Und egal, was ihr zieht. Oh, jetzt wird getriggert. Hier, Gold. Ach, grün. Oh, Gold. Gewinnst du jetzt? Und plötzlich kriegt man kein Gold mehr. Und kriegt die Stahlplatte. Also steht schon auf jeden Fall fest. Und deswegen, lasst euch da nicht so, ach, hätte ich mal doch das andere gezogen. Nein, bringt nichts. Hätte ich jetzt anstatt hier unten diesen silbernen dort unten gezogen, ich hätte jetzt links gezogen, wäre es vielleicht, wäre es sehr wahrscheinlich auch der silberne gewesen und man hätte trotzdem diese Startplatte gewonnen. Also, zu 99,9% ist das so. Deswegen, es steht schon fest, was man gewinnt. So ist das in echten Casinos auch. Wenn man dort in die Freispiele kommt, steht schon fest von dem Computer, was für eine Gewinnsumme du erreichen wirst. Und ja, das schüttet der dann halt aus. Wird dann halt nur schön verpackt mit den Freispielen, wie man sie halt dann, ja, damit man halt angepickt wird. Denn man bekommt dann halt so ein Glückshormon-Ausschüttung. So, oh, ich hatte jetzt Glück, geil, zack. Ah, das könnte ich ja nochmal. Ja, aber es steht, wie gesagt, alles immer bereit fest. Wer bekommt was, wann ausgeschüttet. Na, soll ich vielleicht mal Autospins machen? Vielleicht machen wir ein paar Autospins. Ich habe ja jetzt letztes Mal wieder live gestreamt. Anderthalb Stunden leider nur. Weil ich wieder angeschlagen bin. Ich war Jackpot. Guck mal, jetzt habe ich von jedem zwei. Als ob das, wenn man das die rein macht, genau das dabei rauskommt. Zack. Und wieder die Stahlplatte. Wow. Danke. Ja, leider nur anderthalb Stunden. Ich hatte jetzt eine Woche Urlaub gehabt. So, schon wieder. Das ging jetzt schnell. Und ah, das, okay, damit kann ich mich anfreunden. Jetzt die Autobatterie gewesen. Leider nur anderthalb Stunden aus dem Grund.
ich hatte jetzt eine Woche Urlaub und dort ging es mir dann besser. Und dann fing an, dass meine Kleine wieder krank wurde, meine Frau wurde krank und ich jetzt auch wieder. Ey, das kotzt mich so an, dass man einfach nicht mal wieder jetzt richtig gesund werden kann, sondern immer wieder angeschlagen ist und oh, das ist so ätzend. Wir hatten jetzt dreimal Jackpot und haben jetzt gerade mal 600 Kronkorken ausgegeben. Das geht eigentlich. Also das hätte ich nicht mit gerechnet, dass ich doch jetzt den Jackpot schon erreicht hätte, aber leider kein Jackpot gewonnen. Sagen wir es mal so. Na komm denn. Ja, da kommt nochmal ein Jackpot. Oh, ich krieg immer nur Silber, ey. Das kann doch nicht sein. Gehen wir doch wenigstens da mal hier coolen Stuff. Und das allein schon Wahrscheinlichkeitsrechnen. Es kann nicht sein, dass man immer nur das Silberne zieht. Es kann nicht sein bei gleicher Anzahl an Coins. Es ist ja nicht so... Oh, schön. Ist ja nicht so, dass es mehr Silberne auf dem Brett gibt als Goldene, als Grüne oder so. Sondern es ist ja... Von jedem gibt es drei Stück an der Zahl. Von den Farben. Deswegen ist das allein von der Wahrscheinlichkeit, dass man immer nur das Schlechteste zieht. Ich jetzt, solche viermal. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Deswegen steht schon fest, ja, ne, du gewinnst wieder das. Und deswegen, lasst euch das gesagt sein. Lasst euch nicht verarschen. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass ich hier was Gutes mal gewinne. Wenn ich schon so viele Kronkorken habe, kann ich hier auch einsetzen. Und nochmal Jackpot. Voll gespiegelt. Und... Ich ziehe jetzt den, bringt sowieso nichts, das ist grün. Boah, ich krieg meine Waffe. Wie großzügig. So. Ich bin am überlegen, was ich noch demnächst mal auch als anderes Spiel bringen kann. Ob ich nochmal von Roblox etwas machen soll, obwohl das halt Roblox. Oder ob ich... ein anderes Survival-Game auch mal zeigen soll. Ich hatte da zum Beispiel eins gesehen, das heißt Lost in Blue. Ob ich das dann mal spielen soll. Nochmal, meine Güte, es kommt so auf Jackpot. Und Silber. Ne, jetzt kommt Silber. Hightech-Komponenten, wow. Danke. Ja, weil Lost in Blue ist wohl auch so ein Survival-Game mit Zombies und so. Sah jetzt nicht schlecht aus, was ich gesehen habe an Bildern. Ich weiß nicht, ob ich das dann mal auch mal spielen soll. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, auch an irgendwelchen anderen Survival-Games oder so, was ich spielen kann. Meine, ich komme ja gar nicht dazu, irgendwie zu reden. Und wieder. 2-2-2 ist immer so. Hier. 2 Silber, 2 Grün, 2... Ne, immer 2-2-2. Und jetzt wieder Silber. Ich meine, da bin ich noch d'accord mit. Mit Ersatzteilen. Nehme ich. Da sage ich nicht nein zu. So, was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau. Falls ihr noch Ideen habt oder so, schreibt mal gerne in die Kommentare an Spielen, die ich mal spielen soll. Ja. Würde mich interessieren. Haut das ruhig in die Kommentarspalte. Kommentarspalte. Wird mich sehr interessieren. Ich versuche jetzt auch wieder mal öfters zu streamen. Wie gesagt, ich bin leider noch angeschlagen und wir haben immer noch oben gerade Wohnzimmer, was renoviert wird und die Küche auch. Komplett die Wände neu gemacht. Und ja, deswegen kam ich jetzt letzte Zeit überhaupt nicht dazu zu streamen. Außer jetzt am Sonntag hatte ich jetzt kurzzeitig mal gestreamt. Und wieder 2-2-2. Kommt jetzt ein goldenes, pass auf. Wusste es wieder, 2-2-2 und... Jetzt kriege ich die Stahlplatte. Waffe. Okay, wenigstens die Waffe. Da sage ich nicht nein zu. Bis jetzt aber schon eine recht gute Ausbeute, wie oft wir schon Jackpot hatten. Bin mit den 20er Spins recht zufrieden. Weil sich dadurch die Chance erhöht, bei etwas höheren Einsätzen, dass Jackpot kommt, weiß ich gar nicht. Aber ich denke mal doch. Was hat das sonst eine Funktion, außer dass man hier dadurch mehr Coins bekommt? Das Doppelte jetzt ist ja schwachsinnig. Und nochmal Jackpot. Meine Güte, es regnet Jackpots. Jetzt kommt lila oder grün? Jetzt kommt grün.
Wieder 2-2-2. Das ist, da seht ihr es. Das ist immer ein Muster. Und ich kriege jetzt die Stahlplatte oder die Waffe. Wow, ATV-Getriebe. Jawohl. Wie geil ist das denn? Boah. Danke. Danke. Was brauche ich? Ich weiß, ich brauche noch viel, viel mehr fürs ATV, aber allein die Getriebe zu bekommen, ist ja schon mal sehr, 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 sehr. Oh. Ah, oh, schade. Sehr, sehr schwierig. Und hier kann man es halt bekommen, steht ja auch, you can win ATV parts. Deswegen gibst du mir ruhig gerne hier. Ich glaube, mir fehlen auch nur noch für mein Motorboot 3 Pumpen jetzt. Dann habe ich mein Motorboot fertig. Ja, 3 Pumpen fehlen mir jetzt nur noch. Dann habe ich komplett mein Motorboot fertig. Dann können wir auch demnächst in die Dead Islands und so weiter gehen. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Na komm denn. Jetzt mach doch nicht schlapp. Ich möchte auf jeden Fall noch so 5-mal Jackpot sehen oder so. Mindestens. Komm. Hallo, ist jetzt schon lange nichts mehr passiert. Okay, ist schon mal schön. Da kommt wieder ein Jackpot. Ach, jetzt kommt wieder ein weißen. Oh, ein C4-Sprengstoff. Aber brauche ich nicht. Ich habe so viel C4-Sprengstoff. Ohne Scheiß. Ach, da sie juckt. Alles tut weh. Schön, wieder 110 Münzen wenigstens etwas Puffer drauf bekommen. Die jetzt schon wieder weg sind. Also haben die 110 nichts gebracht. Und Jackpot. Bam, 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 bam. Das schon durch. Schade. Schade. Weißt du, ich frage, warum ich Cappy auf habe. Ich habe meine Haare nicht gemacht und die sind derzeit so lang, das sieht scheiße aus. Gut, ich zeig's euch. Hi. Hi. Ich hab's ja nicht gestylt oder so. Ich muss auch mal wieder zum Friseur, aber. Derzeit ja krank und dann gehe ich nicht zum Friseur. Ich würde auch jetzt nicht gerne ins Geschäft gehen zum Einkaufen oder so, weil ich so sehr huste. Man fühlt sich immer so beobachtet, wenn man anfängt zu husten, auch wenn es dann nicht Corona so ist, sondern normaler Husten ist. Fühlt man immer so, aha, die gucken jetzt einen so komisch an. Und wieder 2-2-2-2. Und was kriegen wir? Waffe, bitte Waffe zumindest. C4. Dann nochmal ein C4. Ah. Wir können gleich in die Lucky Chest gucken, was ich denn alles drin habe. Ah. Meine Güte. Und jetzt wird es wieder ruhiger. Komm. Vor 1,7 möchte ich nochmal in die Jackpot-Spiele gekommen sein. Na komm, vor 1,7. Ah, ja, okay. Oh, er ging aber schnell. Das Schlimme ist auch, es ist so ein trockener Husten, der tut so weh. Und ich habe letztens so hart gehustet,
dass ich Rückenschmerzen bekam. Ich hatte voller Stechen im Rücken dann bekommen. Immer in der Waffe. Ja, Waffen bekomme ich hier gerade gut. M16 sind am Start, sag ich mal. Und nochmal. Ey, was ist das denn jetzt hier los? Wie oft ich hier jetzt in die Jackpot-Spiele komme? Und wieder alles zwei. Und es gibt nur eine Stahlplatte. Aber bitte nochmal ein ATV-Getriebe, ey. Bitte. Wofür mache ich das Ganze denn? Noch die letzten 1500 Kronkorken. Also, wir nähern uns dem Ende der Gaming-Session hier. Aber wir werden noch ein paar Mal Jackpot bekommen, so wie es gerade läuft. Wird jetzt noch einmal Gold. Aber so ein Rucksack, ich habe sonst keinen mehr. Das ist gut. Ich habe den ich umhabe, ja. Aber falls ich mal sterben sollte, habe ich wenigstens noch einen zur Reserve. Also, darf ich nicht nein. Deswegen, da sage ich nicht nein zu. Ich hatte mal drei Stück gehabt, bin zweimal doof gestorben. Ich habe einmal nachts gezockt, weil ich nicht schlafen konnte. Und habe dann so ein bisschen gefarmt und bin während des Spiels eingeschlafen. So scheiße. Als ich wach wurde, war ich tot. Kann passieren. Kann passieren. Sollte nicht passieren. Aber so ist das nun mal. Wenn man gemütlich auf der Couch liegt zum Zocken. Mitten in der Nacht. Jackpot. Jackpot, Jackpot, Jackpot. Nochmal C4. Ich habe schon sehr viel C4 jetzt auch bekommen, ne? Geht das alles gar nicht in meinen Rucksack rein, ey. Was ich da jetzt alles drin habe. Ja, noch 900 Kronkorken. Ich sage, ich wollte gerade sagen, ich sage noch dreimal Jackpot bekomme ich. Das war jetzt einmal. Eine AK. Ich meine, ich sage nicht nein zu Waffen. Sage ich nicht nein zu. Nehme ich alles liebend gern. Mit Kusshand nehme ich das alles. Komm, zweimal habe ich gesagt, möchte ich jetzt noch ein. Soll ich auch drin sein? Schön, nochmal 100. So, sehr schön. Jetzt kommt nochmal ein Silber nach. Doch nicht. Doch mal C4. Ich weiß gar nicht, was ich mit all dem C4 soll. So viele Raids kann ich gar nicht machen. So oft kann ich gar nicht die Hexe töten. Einmal wollte ich jetzt noch rein, ne? Mindestens. Und komme ich auch. Vielleicht schaffe ich sogar noch einmal. Nochmal ein C4. Wow. Also ich könnte die ganze Spielwelt schon langsam wegbomben. Das bin ich gespannt. Mit 260 schaffen wir da noch einmal rein. Dürfte schwer sein. Dürfte schwer sein. Aber nicht heute. Heute geht irgendwie alles. Okay,
Ich habe die ganze Zeit auch Stahlplatte gesagt, ne? Waren die ganze Zeit Aluminiumplatten, die ich hatte, oder? Keine Stahlplatten, ne? Das war jetzt gerade eine Stahlplatte. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit Stahlplatte sage. Ist ja auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Nochmal 90. Piep, piep. Komm, da kann ich ja nochmal rein. Komm. Ich mach nicht diesen. Die ganze Zeit so der Gönner gewesen und jetzt? Ja, schön. Ah, ich könnte etwas Leben gebrauchen. Etwas Besseres. Nein. Komm sogar zum Ende noch einmal rein. Wäre so geil, wenn ich jetzt noch einmal Gold bekommen würde. Aber nein, gib noch mal eine M16. Schade. So, der letzte Spin. Noch nicht, hab noch mal. Und noch ein 10er Spin. Dann sind wir durch. So, das war's doch. Und guckt euch das mal an, was ich jetzt hier alles bekommen habe. Aluminiumplatten, 5 Stück. Eine Stahlplatte. 1, 2, 3, 4, 5 mal C4. Einmal Hightech-Komponenten. Zweimal Ersatzteile. 1, 2, 3, 4, 5, 6 M16. Eine AK. Ein taktischer Rucksack. Und einmal ATV-Getriebe. Und ich sag mal, allein für die ganzen Waffen hier hat sich das doch gelohnt. Also die Season hat mich auf jeden Fall schon, was Waffen angeht, um einiges reicher gemacht. Und dafür bin ich der Season schon mal sehr dankbar. Denn auch durch diese Season habe ich jetzt so viele Kronkorken ansammeln können. Und das ist ja wirklich edel. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, ihr wisst es, ne? Drückt einmal den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen und aktiviert die Glocke, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn ich online gehe. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, reingehauen. Euer Mobile Gamer Guy. Bis dahin. Ciao, ciao.